Die Aktion ging mutmaßlich von einer Wohnung aus, die von einem Rechtsextremisten angemietet ist. Christian Eisermann. Von ihm fehlt jede Spur. Was ist mit der Polizeischülerin Julia Gerloff? Noch nicht vernehmungsfähig. Diese Gruppe besteht aus Jugendlichen, die sich in Abhängigkeit zu einer Rechtsextremistin befinden. Den Berichten nach hat Frau Tetzel ihre politische Aktivität eingestellt. Im Übrigen gehört die Gruppe in die Zuständigkeit des Landesverfassungsschutzes. Mahlzeit? Mahlzeit. 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 Wir haben uns gerade gefragt, wie lange rennen Sie schon eigentlich Ihrer Tetzel hinterher? 5 Jahre? 7. Das ist ja fast schon eine Obsession. Ich bin halt ein leidenschaftlicher Mensch. Also wenn er sich so um seine Frau gekümmert hätte, dann wäre sie wahrscheinlich nicht weggelaufen. Halt die Fresse. Guten Tag. Caroline Joost, Kripo Wismar. Ich möchte gerne mit dem Herrn Ludwig sprechen. Der war gut. Sehen Sie sich mal um. Kripo Wismar. Es geht um Mord. Herr Ludwig? Bitte sehr, Herr Doktor. Vielen Dank. Was würde ich nur ohne Sie machen? Meinen Sie mich? Ja, natürlich. Wen denn sonst? Kann ich sonst noch etwas tun? Danke, Paula. Erstmal nicht. Paula, seien Sie doch bitte so nett und geben Sie Frau Joost ein Rezept für Prinz mit. Das Übliche. Ja, mache ich. Ja, und wenn Sie damit fertig sind, können Sie ruhig schon mal in die Pause gehen. Ich gehe auch mal ein bisschen raus, frische Luft schnappen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Verstehen Sie sich gut mit dem Herrn Doktor? Eigentlich ist er ein typischer Chef. Was heißt das denn? Er denkt, er kann und weiß alles besser. Danke ist für ihn ein Fremdwort und eigentlich könnte er die Praxis alleine führen. Aber... Aber? Was passiert? Was passiert ist, die Neuhaus ist passiert. Aha. Die beiden hatten ein Verhältnis. Sind Sie sicher? Ja, so wie die sich angeschaut haben. Naja, anschauen muss ja nichts heißen, oder? Liebe kann ich sehen. Und seitdem ist er anders? Ja, wie ausgewechselt. Inwiefern? Naja, die Neuhaus war übertrieben tierlieb. Und der Herr Doktor nicht? Naja, OP hier, scheißteure Behandlung da. Erst das Häuschen, dann der Sportwagen, so ein Tierarzt ist er halt. Und wie hat sich das jetzt geändert? Ja, das alles interessiert ihn plötzlich nicht mehr. Es hat sich nur noch um die Tiere gedreht. Ja, und um die Neuhaus. Wenn Sie mich fragen, dann möchte der Mann einfach eine Familie haben. Kinder. Sie haben eine ganz gute Menschenkenntnis, oder? Danke. Ja, gern. Ach, sagen Sie, dieser Kleine da. Was ist das für eine Rasse? Der. Mhm. Ein Shih Tzu. Die sind total schnuffig. Und Haaren auch nicht so sehr, wenn man das Fell kurz schneidet. Ganz pflegeleicht. Okay. Tschüss. Tschüss. Also, Herr Pape, ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht von sich aus reden wollen. Okay. Das ist in Ordnung. Fühlen Sie sich zu nichts gezwungen. Die Aufarbeitung sollte von innen kommen. Sonst führt sie zu nichts. Aber vielleicht brauchen Sie einen kleinen Anstoß. Tschüss, tschüss. Sorry, arbeitest du hier? Ja, warum? Ich bin so ein Idiot. Ich habe mich gerade total verfahren. Ich muss den auch abgeben. Meinst du, kannst du den Brief für mich entgegennehmen? Ja, klar. Wo du eigentlich eine Blume verdient hättest. Kann ich dich vielleicht auf einen Kaffee einladen? Es ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, aber ich glaube, wenn ich das jetzt nicht tue, dann werde ich es für immer bereuen. Mir doch egal, die Karawane zieht weiter. Rosas kommen und gehen, Kerle kommen und gehen.
Mann, Veronika, wie bist du denn drauf? Rosa ist gestorben. Willst du das ändern? Ist eben so. Wenn es mir zu blöd wird, hau ich sowieso ab. Weiß ich ja noch gar nicht. Kommt wirklich auf den neuen Chef an. Ich habe ihn nie gesehen. Der war immer mal da, wenn ich gerade nicht da war. Wenn das ganze Ding verkauft werden sollte, habe ich wenig Lust zu bleiben. Warum hat der wohl auf Norderney gewohnt? Wer? Na, Ricky. Aber dann kennt er sich doch aus mit Hotels. Nee, der hat irgendwas ganz anderes gemacht. Irgendwas mit Sozialamt. Und die anderen? Sieht ja aus wie ein Betriebsausflug von einem Behindertenheim oder sowas. Verstehe ich auch nicht. Irgendwas mit Sozialamt? Na, dann gute Nacht. Ich bin Veronika, die Köchin. Das war eine so schöne Feier für Rosa. Pastor Meyer-Dix macht das immer so schön. Darf ich auch was sagen? Ich bin nur der Betreuer. Ricky steht da hinten mit dem Pastor. Gehen Sie ruhig hin, wenn Sie mit ihm sprechen wollen. Aber geht das denn? Nur Mut. Ich gehe, bevor ich was Falsches mache. Das machen Sie ja gerade. Tschüss, Lilly. Mach's gut. Ich drück dir die Daumen. Für mich ist das nichts. Nee, wieso sollte ich? Weiß nicht. Lass ihn doch. Sieht doch ganz gut aus. Wäre mal eine schöne Abwechslung für dich. Ja, dann ist es ja wie immer. Lilly und das Leben voller verpasster Gelegenheiten. Auf Wiedersehen. Da gibt es kein Wiedersehen. Na toll, gerade heute lässt du dein Telefon liegen. Und jetzt haben wir kein Navi. Ja, weil du wieder so früh los wolltest. Mach mal das Licht an. Es ist an. Heller geht's in deiner Karre nicht. Oh, na klar, jetzt ist es wieder meine Karre. Wo sind wir denn nun? Ich sehe nichts. Na, zu dunkel? Da kann ich helfen. Sie sind genau da. Gute Nacht. Komm. Nee, ne? Ich will auch so einen Hund. Ökostrom und Gas aus Bremen. Für Bremen und für Umzug.